Welcome back to Max Payne 3. Gut, 3 war jetzt Deutsch. Na und... Oh. Tiergas. This wasn't Tränengas. Schön, dank. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. Na, wunderbar. Schön, dank. Auch kommen wir hier durch. The bastards had me locked in. This was a waste of time. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. Aha, wusste ich's doch. Ich hab's mir fast gedacht. But at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Zack. Guten Abend. Was haben wir denn hier jetzt? Ein paar Daten. Ach, ein bisschen die CDs durchsuchen, ob wir was Wichtiges finden. The tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Okay, wir haben zwei Ziele, Baker und dieser komische Typ. So, hier hinten ist nichts weiter. Hier vielleicht. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Fernsehen, ich gucke jetzt kein Fernsehen. Hallo? Ist hier wer? Wenn es so ist, dann wäre mir das ziemlich unangenehm. Hier ist zu. Masculino, was immer das ist, zu. Dann ist die hier auch zu. Jo. Dachte ich mir. Da! Hört doch mal auf ständig mit den Rauchgranaten! Gut, dann tauschen wir die aus gegen die. Was du kannst, kann ich auch, du Sack. Nein! Au! Wieso springst du denn aus seitwärts? Feierabend. Oh, was haben wir hier? Ist das diese Kommandogun? Ja, ist sie. In Gold und mit Laservisier. Hallo. Oh, 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 oh. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Wow. Respekt, ich hab die alle erwischt. Meine Frage ist jetzt eher, komme ich nochmal zurück? Nein, gut. Weil ich dachte, vielleicht kann ich mich da noch ein bisschen umsehen, aber dem ist nicht so. Oh, ich darf hier nochmal anfangen, nice. Zack. Alles klar, ich versteh's. Da! Wer hat mich denn jetzt erwischt? Heilige Schande, das ging schnell! Sie sind ausgebildet, um zu töten.
bin echt zu blöd zum Treffen. Es werden ja immer weniger, die ich hier bekomme. Die sind mir einfach zu schnell. Also gut, ich muss irgendwie mit Zeitlupe versuchen. Also mit schnell zickzack alle töten klappt nicht. So, ich denke, ich habe alle erwischt. So. Alles klar. So, mein Freund. Hier ist Endstation. Tja, hier sind auch noch massenhaft Cops unterwegs, also... Verschwinde! Na, möchte noch einer kommen? Ich lieg hier gerade so schön bequem. Lasst mich kurz nachladen, dann kann der nächste kommen. Ah. Another pile of bodies and still nothing. Ach, Mann. Na, Waffen brauche ich nicht. Ich bräuchte ein bisschen Munition für meine Waffe. Arsenal. Hier müsste es doch Munition geben wie sonst was für mich. Hier gibt es Schrotflintmunition. Das ist alles nichts für mich. Das sind auch alles Schrotflinten. Aber an sich, so eine Schrotflinte ist doch was Feines. Nehmen wir mit. 8 Schuss, ja klar, dann nehme ich doch meine mit. Hä, wieso habe ich jetzt auf einmal ein rotes Visier? Das hatte ich vorhin aber nicht. Oder habe ich jetzt eine andere Waffe? Müsste immer noch die Kommando sein. Was war hier? Eine Schutzweste, die nehmen wir mit. Es war ein bisschen spät, um über Vorsichtsmaßnahmen zu denken. But something told me this shit show was barely through the warm-up act. So. Öffne die Sicherheitstür. Rodrigo, Giovanna, Passos. Everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Hier haben wir die Schussanlagen. Medikamente nehmen wir mit. Hier kommen wir leider nicht rein. Oder? Ne, ich denke eher nicht. Dann gehen wir weiter. Oh nein, bitte nicht. Nicht so ein Schussgelände hier. Dachte ich mir doch. Ja, das Problem ist auch, dass die Polizisten nicht sterben wollen. Ich nehme mir doch lieber eine Waffe. Kann weitergehen. Ah, wir schlucken mal schnell ein paar Pillen. Hi. Okay, die haben wir auch niedergemacht. Oh Mann, das spitzt sich hier langsam ganz schön zu. Aber ich denke, so langsam sollten wir doch mit den Polizisten hier mal fertig sein, oder nicht? Es hört ja gar nicht mehr auf. Ich finde auch gar keine goldenen Waffenteile mehr. Entweder suche ich nicht gut genug oder hier gibt's keine.
Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der und der? Ach, die hier hat nicht dieses Visier dran, okay. Oh. Okay, wir sind hier auf einem Schießstand und ihr seid die Puppen, meine Freunde. Ihr wollt mir nicht ernsthaft erzählen, dass ihr nicht in der Lage seid, mich zu treffen. So. Die Polizei hier in der Gegend ist ja echt gut. Die können wunderbar mit einem Killer umgehen. Naja, gut. Die können sich wahrscheinlich nur an Wehrlosen vergreifen. Ah, gut. Finde ich gut von dir. So, bisschen Angst eingejagt. Der Polizist weiß wenigstens, wo er hingehört. Der hat aber auch ganz schön Rüstung wieder an hier. Becker und Bachmeier had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Eine neue Waffe, meine ist leer. Das wäre eine gute Idee, denke ich. Hat die Laser? Nee, dann ist gut. Puh, es wird langsam spannend. Oi, oi, oi. Bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto. Ai, 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 ai. Pelo amor de Deus. Da, wieso kommt ihr die Treppe rauf? Wenn ihr vorhabt, nochmal hier hochzukommen, lasst es besser. Ich bin schwer bewaffnet. Und gib mir deine Waffe. Und lass mich vor allem hier rein jetzt. Mann, 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 Mann. Oi, oi, oi. Ach, du bist allein. So, ich denke, das hat doch mal ordentlich gesessen, oder? Da freust du dich drüber. Oh. Ah, da war noch einer. Ich habe auf den Falschen geschossen. Den da hätte ich töten müssen. Naja gut, jetzt habe ich ihn. Ja, so eine Rüstung hält nicht ewig. Nicht mein Freund. So, ich wäre unheimlich dankbar für ein paar Medikamente. So, Medikamente brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich meine, ich brauche die schon, aber jetzt ist erstmal Ruhe. You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Okay. So, mein Freund, du bist fällig. Couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Okay. Dann müssen wir also andersrum, um den Sack zu bekommen. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Und wir sehen uns da dann wieder, wenn wir uns den ersten Drecksack hier holen. Baker ist wahrscheinlich längst über alle Berge. Aber was soll's, wenigstens können wir uns den holen. Und das machen wir im nächsten Part. Ciao! Those ceiling tiles looked kinda loose. It was worth a shot. Thank you.